Alter, was geht ab, Leute? Hunger ist der erste des Monats. Ich hoffe, ihr hattet gestern ein schönes Halloween. Und heute ist Raiku endlich da. Der womöglich beste von den Hunden. Auf jeden Fall sehr beliebt und definitiv besser als Suicune, den wir davor hatten. Der war ja so überhaupt nicht beliebt. Ich selber habe nicht mal so viele gemacht. Es war sogar Despotar während des Events beliebter als Suicune. Also schon traurig. Vor allem für einen legendären. Und Raikou auch besser als Zapdos zum Beispiel. Ja, und jetzt ist er da. Viele Leute freuen sich. Viele planen schon wieder Raid-Touren und sowas. Mal schauen, vielleicht bin ich diesmal auch auf einer dabei. Jetzt, wo ich nicht mehr free to play bin. Aber heute natürlich alle Informationen zu Raikou, damit ihr Bescheid wisst, damit ihr jetzt dann gleich rausgehen könnt und euch direkt einfangen könnt. Das Wichtigste natürlich, 100% ist 1913. Da könnt ihr schon sehen, dass er ein bisschen besser ist als die anderen. Also auf jeden Fall besser als die anderen und ein bisschen besser als Zapdos. Weil Zapdos 100% war 1903. Dann 98% ist runter bis auf 1905. Da fängt 96 an. Also alles über 1905 ist 98 und 1905 ist genau 96 dann. Raikus beste Attacken sind Donnerschock und Stromstoß. Und ein Grund, wieso Raikou besser ist als Zapdos zum Beispiel, ist, weil er als Fast Move Donnerschock kann. Ich weiß gar nicht, was Zapdos kann, aber ist auf jeden Fall schlechter. Und keine Ahnung, wieso Zapdos keinen Donnerschock kann. Aber Raikou kann's, was richtig saftig ist. Also bester Move, Donnerschock, Stromstoß. Und hier sagen die, dass Voltwechsel, also die andere Fast Attacke, gar nicht viel schlechter ist als Donnerschock, also der wäre auch noch okay. Wobei, die Fast-Attacken kann man eh schnell ändern, es gibt nur zwei, also wenn man die eine hat, ist 100% Garantie, dass man die andere bekommt, also da muss man sich keine Sorgen machen, aber bei der Ladeattacke ist Stromstoß die beste, Donnerblitz dicht gefolgt und Donner dann am schlechtesten. Und die besten Counter gegen Raikou sind Boden-Pokémon. Geowatz natürlich immer am Start, Geowatz ist so krass, das ist einfach gegen alles gut. Und dann jetzt überraschenderweise kann man seine Lizaros wieder auspacken. Die ganzen Lizaros, die man früher für die Arenen hochgepusht hat, wegen der WP, können jetzt ausgepackt werden, haben jetzt endlich einen Sinn. Aber auch nur mit Bodenattacken. Leider Bodenattacken ziemlich langsam. Ansonsten wäre Blitzer Solo Raid machbar. Aber schauen wir mal, wie viele Leute man gegen Raikou brauchen wird. Man hat es ganz knapp gegen Zapdos zu dritt geschafft. Also wir sind damals leider gescheitert. Damals hatte ich noch nicht so viele Geowatts auf Max. Also ich hatte glaube ich drei, also jetzt habe ich einen mehr. Und es hat genau der eine gefehlt. Aber hoffentlich irgendwann mal noch eine Chance, Zapdos zu dritt zu versuchen. Und gegen Raikou denke ich mal, wird man vier brauchen. Vor allem, weil Bodenattacken so langsam sind. Aber auf jeden Fall Lizaros und Geowatts sind gut. Geowatts mit Bodenattacken. Und dann Erdbeben natürlich. Und Lehmschelle als Fast Attack. Ansonsten kann man halt Counter benutzen, die resistent gegen Donner sind. Zum Beispiel Dragoran, da steht da immer nicht effektiv, wenn er von Elektro-Pokémon angegriffen wird. Oder Pflanze, Kokowai ist zum Beispiel auch ganz gut, da steht da noch nicht effektiv und Solarstrahl haut immer rein. So, ich wollte gerade sagen, schauen wir uns mal meine Counter gegen Raikou an. Aber davor haben wir hier überraschenderweise ein Ei. Bisschen GPS driften hier. Ja, Quapsel. Toll. So, weg mit Quapsel. Ich meine, ja, weg mit Quapsel. Direkt neue Inkubator. So, jetzt können wir uns die Raikou-Counter anschauen. Da haben wir erstmal meine Geowatts. Wobei ich die behalten werde, also ich habe nicht genug TMs, um die jetzt auf Boden umzuwandeln. Wir haben alle natürlich Rock Throw Stone Edge, Steinkante und Steinwurf. Der hier hat Mud Slap noch, aber ich glaube, ja, Ancient Power, da kann ich ihn, aber der ist nicht so hoch, ne, vergessen wir es, den werde ich nicht benutzen als Counter. Also Geowatz fällt schon mal weg als Counter, dann schauen wir uns noch meine Lizaros an, da habe ich eigentlich ein paar, so, sogar ein 0%, ah, den 378 werde ich sicher nicht pushen, das ist ein bisschen zu low. Ich habe einen Lizaros auf Max 100%. Mud Slap schon mal. Stone Edge könnte ich vielleicht ändern. Muss mal kurz schauen, was für Attacken er noch. Ah, ja, ich weiß es. Viel Ender oder so. Diese eine.
Ah, das wäre schon schlimm. Also da habe ich auch nicht die perfekten Counter. Da habe ich momentan gar nichts gegen Raikou. Also ein Min-Versuch zu viert wird schwer, wenn ich so schlechte Pokémon... Ja, da Megaon, das meinte ich. Wenn ich so schlechte Counter habe. Ich habe hier einen gemaxten Lizaros, ein Andenken, er heißt immer noch Drei Glocken. Der war immer in der Arena dort in Bogenhausen. Shoutout an Milos. Ivy auch nicht so top. Den habe ich schon ernst lange. Da 19.11. Das war glaube ich mein erstes Lizaros, der war richtig hoch am Anfang. Wahrscheinlich Level 30 sogar, sonst hätte ich ihn nicht entwickelt. Bei so ungepusht, bei so schlechten Avis. Auf jeden Fall, der kann Mudslap Earthquake, also Mudslap Erdbeben. Zwei Bodenattacken. Aber abgesehen von dem. Und dann halt mein 100er, wenn ich ihm die Ladeattacke umändere. Abgesehen von den zwei habe ich eigentlich gar keinen. Kann natürlich meine Dragon verwenden oder Kokowai. Da habe ich genug. Aber ansonsten sieht es da auch mal aus bei mir. Schauen wir mal, ob ich da einen Min-Versuch mache mit vier Leuten oder so. Falls ich da die Leute zusammenbekomme, dann muss ich ein bisschen opfern und wahrscheinlich den niedrigen da 100% Rihon da entwickeln und Max pushen. Dann hätte ich den und die anderen zwei, das wären drei. Dann vielleicht Dragon oder Kokowai, schauen wir mal. Also sieht bei mir nicht so großig aus. So, das war's. Das waren so alle nötigen Informationen für und gegen Raikou. 1913, 100%. Boden-Pokémon am besten, Lizaros und Geowatz natürlich, ansonsten Kokowai und Gaugan auch okay. Und schauen wir mal, ob ich einen Min-Versuch machen werde. Ich habe echt nicht so die guten Counter. Aber schreibt unten in die Kommentare, ob ihr gute Counter gegen ihr habt. Habt ihr gute Lizaros vorbereitet? Oder können eure Geowatz Boden-Attacken? Und natürlich, ob ihr das sehen wollt, dass wir den zu viert versuchen. Bei Suicune, wie gesagt, leider verpasst. Ansonsten wünsche ich euch viel Glück. Geht's raus, fangt ein Raikou 1913. Ich gönne es allen. Und wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook und Twitter. Vergesst nicht, Pokémon ist just business.